Herr Steinhauer, Sie sahen schon ganz deutlich wie der sichere Sieger aus und mussten den Kurzverschluss noch mit ansehen, dass die HSG Holsteinische Schweiz doch noch auf ein Tor rangekommen war. Ja, leider ist das nicht das erste Mal, dass uns das passiert, dass wir dann, wo wir schon eigentlich im sicheren Hafen waren, doch das wieder hergeben, leichtfertig wieder hergeben, weil wir unkonzentriert arbeiten. Ja. Ja, ihr habt den TSV Hardebeck tatsächlich, soweit wie ich das gesehen habe, zweimal richtig weit davonziehen lassen und habe gedacht, das kann man so nicht stehen lassen und euch trotzdem nochmal rangekämpft und dennoch keinen Punkt geholt. Ja, tatsächlich. Wir haben sehr, sehr gutes Tempo gespielt. Auch gerade die Spieler mit Nummer 3, die Spielerin, die ist sehr, sehr gut nach vorne gegangen und da waren wir einfach zu langsam, haben uns ein bisschen überraschen lassen auch. Gerade in der ersten Halbzeit, das hat mich auch genervt, weil wir es eigentlich wussten, dass sie einen schnellen Bein spielen wollen. Und da waren wir einfach mit dem Kopf noch nicht in der Halle und dementsprechend sind sie da ganz gut weggezogen über ihr Tempo. Beeindruckend war, wie schnell Sie umgeschaltet haben. Sie haben wirklich gerade in der ersten Halbzeit, als Sie das erste Mal weiter davon gezogen waren, denke ich, sehr viel über Tempo gemacht. Ja, Tempospiel gehört bei uns eigentlich dazu. Wir haben auch viele schnelle Spielerinnen. Von daher haben wir das eigentlich so schon die ganze Zeit aufgebaut. Und auch die langen Pässe von unserer Torhüterin auf unsere schnellen Läuferin, das machen wir schon recht lange. Ihr habt euch nach einem relativ schwierigen Saisonstart ganz gut entwickelt, habt letzte Woche in Ratzeburg gewonnen. Von daher sieht das hier nicht so mau aus, wie das heutige Spiel vermuten ließe. Ja, tatsächlich. Wir haben das Soll bis jetzt so erreicht. Wir haben Punkte gesammelt, die wir gerne holen wollten. Da gehören noch 2-3 Punkte jetzt mehr zu, unter anderem jetzt auch heute gegen Hardebeck. Wollten wir ganz gerne hier in eigener Halle Punkte holen. Die Mannschaft lebt so ein bisschen von der Stimmung und die ist heute nicht richtig aufgekommen. Dementsprechend tun wir uns da dann immer schwer, auch Punkte zu holen. Sie stehen in der Tabelle relativ weit oben, obwohl Sie ein Aufsteiger sind. Ja, das gefällt mir noch gar nicht so richtig. Gott sei Dank sind wir da sehr dicht zusammen und trennen uns von den anderen nur Punkte, also einzelne Punkte. Das sagt noch überhaupt nichts aus. Also unser Plan ist einfach Mittelfeld und nicht absteigen. Was habt ihr euch vorgenommen für das neue Jahr? Kann man da schon was formulieren? Erstmal müssen wir jetzt die heutige Niederlage noch ein bisschen verarbeiten und dann gucken wir aufs neue Jahr. Auf jeden Fall wollen wir unseren Angriff noch deutlich mehr Stabilität bieten lassen. Wir müssen gucken, dass wir einen sauberen Ball spielen. Wir haben selber noch sehr, sehr viele technische Fehler auch dazwischen. Anspiele, die nicht sauber gespielt werden. Das ist so auf jeden Fall der Plan, den wir gehen wollen. Ein bisschen mehr Tempo auch noch selber reinbringen. Da sind wir ein bisschen eingefahren tatsächlich und müssen da noch mal ein bisschen was aufarbeiten. Und Sie haben eine, wenn ich das richtig sehe, relativ junge Mannschaft. Ja, das kann man so sagen. Also Durchschnittsalter ist so 22, 23. Was mir in der Mannschaft besonders gefällt, ist das Miteinander der verschiedenen Generationen. Ja, das passiert auf jeden Fall sehr, sehr gut bei uns in der Mannschaft. Wir sind ein großer, eingeschworener Haufen. Die Mannschaft spielt zusammen, feiert zusammen, trainiert zusammen, verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und da spielt es tatsächlich das Alter am Ende gar keine Rolle. Auch die ganz Jungen, die jetzt schon mit reinkommen aus der A-Jugend, werden sofort mit offenen Armen aufgenommen und sind voll mit dabei. Das liegt natürlich auch mit an den erfahrenen Spielern, dass sie einfach da sehr, sehr offen sind, auch jung geblieben sind und einfach Bock darauf haben, mit den Jüngeren aus unserer Mannschaft zusammenzuarbeiten. Es kommt vor allen Dingen aus dem eigenen Nachwuchs oder wie entsteht das, dass man so ein junges Team zusammenbekommt? Das kommt aus der Jugendarbeit, genau. Von da aus haben wir uns weiterentwickelt. Also einige Spielerinnen trainiere ich schon seit 2010 und ja, das macht mir immer noch Spaß. Jetzt ist für euch Weihnachten und dann Silvester, Neujahr und danach geht es trainingstechnisch wieder los? Wir werden tatsächlich durchtrainieren, also werden die Feiertage natürlich frei machen, aber die Mannschaft hat sich dazu ausgesprochen, gern sich ein bisschen zu bewegen, wahrscheinlich auch mit einer etwas lockeren Einheit, aber auf jeden Fall den Ball an der Hand zu lassen, auch über die freie Zeit. Wir haben ein verlegtes Spiel gleich 2 Wochen nach Silvester, dementsprechend haben wir gar nicht so viel Spielpause und wollen da auf jeden Fall direkt wieder angreifen, um da die Punkte dann auch gegen Gistach zu holen.